Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Captain Todd Treasure Tracker und wir sind auf dem Endspurt. Ja, genau. Quasi. Uns fehlen noch 4 Diamanten, dann haben wir alle Diamanten. Aber wir müssen natürlich noch die Bonus-Episode Die durchspielen. Bonus-Episode wieder mit dem Captain Todd Vierertrupp. Und wir müssen auch alle Pixel-Tots finden. Oh, das würde dauern, würde ich mal so sagen. Ja, ein bisschen. Also hier müssen wir ja irgendwie durchkommen. Ja. Kugelwilli können wir nicht dagegen schießen irgendwie, oder? Aber wie wäre es, wenn wir den einfach kaputt machen? Und dann macht er mal kaputt. Geht nicht. Das weiß ich doch. Tu nicht so, als wärst du Mr. Oberschlau. Bin ich aber. Bist du aber. Wie glaube ich das? Was erwartest du denn von mir? Kackding. Oh, fick dich doch. Ein Pilz wäre mir irgendwie lieber gewesen. Ich bin gegen den Sockel von denen gelaufen. Komm. Hör mir auf. Hör mir doch auf. Ich glaube, das Bonusziel war da ein geheimer Goldpilz, kann das sein? Echt? Ich hab echt gesagt nicht mitbekommen. Ah, wir haben es schon erledigt, aber. Achso, wir haben schon erledigt? Ich glaube schon. So, da war ja eh nichts Gescheites drin für mich. Ich finde das schön, dass es genau markiert ist, wo die zuschnappen. Vollidiot! Das hätte schief gehen können. Ja. Hä, wie zerschießt man die denn? Das ist Gott, nö. Muss ja nicht. Das war jetzt doof von dir. Ein wenig. Was hast du da gerade gemacht? Ich wollte mich retten. Dann drehst du das Gamepad einmal. Und drück alle Knöpfe. Okay. Das erscheint mir nicht sinnvoll. Doch, hat Nein. doch geklappt. Nein. Doch, voll. Nein. Doch. Ich kenne deine Definition von funktionieren ja nicht. Ne? Ich habe nie gesagt, dass es funktioniert hat. Es hat nur geklappt. Hä? Hä? Was hä? Das ist ein nice Unterschied. Nichts. Das ist beim Kugelwilli was, ne? Wie macht man das? Hä, musst du da jetzt beim Ding draufdrücken, dahin rennen? Nee, nicht. Und wie zur Hölle soll ich das treffen? Und wie zur Hölle sollst du dann wieder wegkommen da? Oder muss man da. Man muss da bestimmt irgendwas hinwerfen. Ja, aber was denn? Soweit ich mich erinnern kann, ist da nirgendwo eine Rübe. Also soll ich mit Laufen probieren? Nein. Glück gehabt, da kann man nicht hinhüpfen. Da ist eine Rübe. Lock her. Das war der zweite. Heißt, den anderen hätten wir vorher noch gar nicht bekommen können. Oh, vergessen, wo der andere ist. Da. Wo? Ganz oben. Nein, andere Richtung drehen. Drehen wir noch ein bisschen jetzt im Kreis. Ich weiß, der ist zwischen den Dings. Ja, ne? Der ist da oben. Der oben. Ja, zwischen diesen Blöcken, ne? Ja. Die Frage ist, welchen tippen wir jetzt an? Wie, welchen tippen wir an? Sie hat gerade deine Rübe kaputt gemacht. Brauche ich die noch? Ja, vielleicht für die Blöcke. Sheet! Hab ich nicht gesagt. Sheet!
Du meintest damit natürlich das Wetter. Das ist ein Ausdruck für Wetter? Ja, kennst du nicht Schiedwetter? Achso. Aber es ist ja kein offizieller Ausdruck für irgendwas. Natürlich! Ja, in deiner Welt vielleicht. Ja, und? Oh. Kannst du eigentlich im Weltraum spielen? Ich bin da runtergelaufen. Ich hätte uns vielleicht das Bonusziel angucken sollen. Das ist man was erfüllt. Ich weiß aber, wie es funktioniert. Mhm. Ja. Wenn du das sagst. Dann muss das wohl stimmen, ne? Nee. Wirklich? Mhm. Ja, wirklich sterben, irgendwo runterlaufen. Was? Was? Das ist nie passiert. In der Tür, Lin. Was? Wie hat er mich denn getroffen? So ein Pferd. So, und jetzt? Hä? Aber warte mal, was ist denn da hinten drin? Der Tod. Nein, warte mal, was ist denn da hinten drin? Ja, das war ja mein Ziel. Toll. Jetzt nur noch nicht sterben? Jetzt nur noch das Level einmal nochmal durchspielen. Ich hätte mit der Hacke den anderen Bock wegmachen müssen. Jo. Oh. Oh. Nicht, dass der mich wieder durch Magie trifft. Ja, letztes Mal ist er einfach so ein Bogen geflogen. Ich bring dich jetzt um. Weil, kann ich halt. Die sind auch so ein Bogen geflogen. Ich hab Angst! Hört sich natürlich schreien. Nicht. Ich hatte noch nie Angst. Schreien hilft immer. Ich hab noch nie Angst gehabt. Echt? Bei ja. Captain Todd Treasure Tracker, dem Angstspiel Nummer 1. Das ist ein großes Spiel. Mhm. Nicht wirklich. Wann kommt eigentlich das mit der Topfpflanze? War das ein Bonuslevel? Das war ein Bonuslevel. Oh. Oh. Da musst du mit Vollgas über den Magma fahren. Hä, so hieß mein Part, oder? Ja, also mal so ein Level hieß. Ich bin nicht doof. Echt? Oh, warte mal. Oh nein, es war das. Ja, natürlich ist das, was hast du gedacht? Was ist das Bonusziel? 150 Münzen. Das heißt, wir müssen dieses Bonus-Ding da treffen. Weißt du, diese Bonusinsel des Todes. Mhm. Es sieht schon wieder gar nicht schnell aus. Letztes Mal haben wir das vorgespult, oder? Was? Wie, wir haben das vorgespult? Nee, wir haben einen Teil vorgespult. Ach so, ja! Jetzt weiß ich, was du meinst. Und danach kommentiert. Ja, weil... Was war denn überhaupt mit dem Kommentar passiert? Ist verloren gegangen. Ist verloren gegangen. Es ist verschollen. Das verschollene Kommentar. Wir hätten es wieder so cool... kommentieren sollen. Ja, das müssen wir nach. Ja! Mach mal. Okay, und startet Captain Todd und er ist im Ziel. Das erste, Start. Und das erste Schnellmach-Ding geht los und er sammelt präzise die Münzen ein. Hält sich dabei noch zurück, denn er hat 3 Münzen liegen gelassen. 3 Münzen hat er liegen gelassen auf der Strecke. Holt er die noch nachträglich oder sind sie ihm egal? Da hat er aber nochmal 2 liegen lassen. Und wie es scheint, holt er die 2 Münzen und stirbt. Hey! Ihr abwechseln! Warum denn das? Warum denn das? Warum denn das? Nur weil wir es letztes Mal gemacht haben. Ja. Das ist super. Und Captain Todd pustet und auf geht die wilde Reise. Und direkt läuft Captain Todd los mit Captain Todd dreifach Geschwindigkeit.
sein, dass er gestorben ist. Ich darf nochmal. Ah. Also, Versuch Nummer 2. Und auf geht's. Wir sehen eine sehr interessante Captain Todd Renntechnik hier. Manche bezeichnen sie auch als den Harakiri-Lauf des Todes. Das ist ganz cool, wenn man zwischendurch so ein bisschen durchschnaufen kann. Das ist doch nicht der Sinn der Sache, aber. Und Captain Todd. Wird er es jemals schaffen, die Münzen einzusammeln? Vielleicht werden wir es nie erfahren. Oh Mann! Das kann doch nicht so schwer sein. Oh, halt doch an! Halt doch an! Halt an! Halt an! Wir sehen hier die neue Captain Todd Bremstechnik. Sie besteht aus gegen die Wand laufen, bis man nicht mehr laufen möchte. Okay, jetzt wieder die richtige Position aufstellen. Das ist eine sehr interessante Technik. Was denn? Sie funktioniert doch. Ja, halbwegs. Was heißt hier halbwegs? Nee, nicht doppelwegs. Wir sehen Captain Todd läuft. Diese Schlangenlinientechnik ist eine sehr berühmte Technik. Zum Sterben. Okay, Captain Todd blickt los. Und er nimmt natürlich präzise die ersten Schnellmachdinger mit und rennt in interessanter Geschwindigkeit, nimmt souverän alle Münzen mit, ohne ins Straucheln zu kommen. Auch den zweiten Haufen nimmt er natürlich nicht normal, aber nimmt sie mit. Geschummelt. Ja, hat sie ein bisschen hergeschummelt. Wir sehen natürlich ein interessantes Muster auf dem Steinweg, das natürlich auch mit in unsere Kommentatur einfließen soll, denn wir wollen ja natürlich das ganze Spiel darstellen und Captain Todd lässt 3 Münzen liegen und holt sich die natürlich noch nachträglich. Da lässt er nochmal eine, nee, sogar 4 Münzen liegen. Ja, aber eine obendrauf und 3 auf dem Weg runter. So, jetzt geht es weiter. Er entscheidet sich gegen den Pusteweg. Was Problem ist. Was ein Problem ist, denn nun hat er bestimmt 10 Münzen liegen gelassen. Kommt aber zum finalen, grande finale Puste-Riesenweg, bei dem man dauerhaft pusten muss. Ob er das schafft, dauerhaft zu pusten, während er läuft, weiß ich nicht. Kann ich dauerhaft pusten. Aber er hat es nicht geschafft. Nochmal. Ja, dann mach nochmal. So, Captain Todd legt los und der komische Vogel springt. Und ja, dann sammelt er die ersten Münzen ein. Hat Wie meinst du eigentlich einen komischen Vogel? Hier ist gar kein. Was ist eine Beleidigung gegen mich? Nein. Ja. Ich meine, dieses. Was ist denn das, das da fliegt? Das ist doch ein Vogel. Das ist ja so ein Drache oder so. Was ist das, ein Vogel? Du bist ein Vogel. Ein komischer Riesenvogel. Okay, Captain Todd legt los und er sammelt die Münzen, die ersten Münzen ein. Aktuell 6 Münzen auf seinem Konto. Nun erhöht er die Zahl schon auf 19 und wurde durch den Vogel getroffen. Habe ich eine Münze vergessen? Nein. Ja. Nein. Captain Todd lässt eine Münze liegen. Das sieht ihm nicht ähnlich. Deshalb holt er sie ganz schnell und rennt in die verkehrte Richtung bis nach hinten durch. Warum? Ach so, damit er bremsen kann. Ich kann es natürlich an dem Schnellmachding vorbeiquetschen, aber nur an dem ersten. Also bringt es dir nichts. So, jetzt rennt er den gesamten Weg wieder zurück. Hält sich natürlich nicht an irgendwelche Zeitvorgaben, denn immerhin ist es Captain Todd und es ist ihm scheißegal, was jemand anderes sagt. Dann läuft er das erste Plateau hoch und er kommt zu den Münzen und lässt eine liegen. Schnell wie er ist, rennt er dann wieder hoch. Versucht sich ein wenig auszubremsen. Das funktioniert aber nicht so gut, weil er immer wieder runterfällt beim Ausbremsen. Ja, dann holt er präzise die eine Münze. Kommt, das war witzig. Ein bisschen. Bist du wenigstens nicht gestorben? So, dann rennt er weiter und nimmt den Schlenker souverän.
rennt hoch und vergisst drei Münzen. Drei Münzen hat Captain Todd liegen gelassen. Diese Münzen will er sich natürlich noch krallen und schafft dies auch. Dann geht es weiter und das oh nein! Klingt eher wie so ein Roman. Was? Klingt jetzt eher wie so ein Roman, wenn du gerade erzählst. Gar nicht. Warum? Ey, warum rennst du in die andere Richtung? Allein, ich hatte Panik. Wow, das war knapp. Das war Skill. Das war sehr knapp. So, nun schießt Captain Todd auf die andere Seite und nimmt sich das Leben. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Oh. Also ich ein bisschen mitpusten. Ja, pust gleich mich in der Mitte, genau. Was war hier eigentlich das Bonusziel? Ah, keinen Schaden erlitten haben wir geschafft. Souverän gemeistert. Was denn? Lauf Nummer 100.000 beginnen. Captain Todd hat eine Münze bereits vergessen. Legitim gelöst. Wow, wow, wow. Ja, wenn du nicht stirbst. Doch. Wo muss ich denn drauf drücken, damit ich nicht sterbe? Und Captain Todd hat es diesmal geschafft, alle 25 Startmünzen sich einzuverleiben. Nicht zu greifen. Ja, das ist legitimes Greifen. Sehr gut. Ich wollte da gar nicht lang gehen. Dann geh doch noch nicht lang. Ja, ich habe auf zur Seite gedrückt. Natürlich, deswegen ist er auch in den Tod gesprungen. Er wollte einfach sterben. Du musst auch das Mikrofon, du musst nicht auf den... Auf das Mikrofon tatsächlich. Ja, ich bin klug. Ist nicht irgendwie, was ich einfach gepustet habe. No. Egal, wo das Gamepad ist. Ist es. So. Nein! Hey, ich hab's hingekriegt. Wo hab ich drauf gedrückt? Los. Ich hab wieder alle Knöpfe gedrückt. Du bist. Ich würde sagen, mit Vollgas über die Magmafahrt, das geht auch noch beim nächsten Mal. Jo. Tschüss. Wir haben diesmal keinen Pixel-Tot. Gibt es den Pixel-Tot auf dem Magmafahrt? Garantiert. Was ist das denn Makaberes? Wir schaffen den noch nicht mal durch. Wie soll man einen Pixel-Tot finden? Außer er ist ganz vorne. Ist er aber nicht, ich höre ihn nicht. Ich hoffe, er ist irgendwo versteckt, wo man bremsen kann. Oder er ist 5 Meter groß. Hier ist nichts, ne? Hm. Ja, wir müssen uns hier jetzt echt auf sein Geräusch verlassen, ne? Ich bin erschrocken. Wohl war vielleicht in dem Bonus? Ja? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben verkackt.
War er doch in dieser Bonusinsel oder wie? Müsste er ja. Das ist ja doof. Obwohl, was macht ja Sinn, bei der Bonusinsel stoppt man ja auch. Ja. Aber das Ding ist, dass wir die Bonusinsel noch nie geschafft haben durchzuspielen. Da war er nicht, warum rennt er nochmal hin? Ich bin den Weg jetzt einfach so intus habe. Allein du hast den Weg so intus. Es wäre witzig, wenn er da auf der Kanonenkugel wäre. Ich finde das viel. Ich höre ihn nicht. Warum höre ich ihn nicht? Ich auch nicht. Ach du heilige Scheiße. Wie soll das funktionieren? Geht das Gamepad eigentlich jedes Mal, wenn du so einen Streifen warst? Keine Ahnung. Das ist nicht? Damit du weißt, hey, du bist schneller. Süß. Wie zum Fick. Du, jetzt renn mal zurück. Oder, okay. Ja, aber da war er jetzt ja nicht. Toll. Hä? Wo ist denn dann? Er ist gerade aus der Lava da gesprungen, oder? Ich weiß es nicht. Hab's ja nicht gesehen. Da ist er, da ist er, da ist er. Ja. Oh nein. Ich glaube, du musst ihn versuchen zu tippen. Ich versuche es, ne? Ich kann nichts versprechen. Du musst es versprechen. Ich muss gar nicht. Du musst es versprechen. Das ist ein Zwei-Spieler-Spiel, Captain Todd. Auf jeden Fall. Alleine schafft man es nicht. Später. Ich sehe nicht. Ich kann ihn nicht. Da hinten ist man automatisch tot. Dann lass mich rennen. Ich schaff das. Dann lass mich nicht rennen. Wir gehen über die Bonusinsel. Achso, das Leben bringt dir nichts. Leben bringt dir nichts, das wird nicht gespeichert. Kabinen von hier tippen. Ja. 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 So, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Mm-hmm.